Sonntagmorgen. Heute ist es hier aber sehr dunkel. Jedenfalls kriegt man... jetzt aber... Leute, schaut. Guckt mal, was unser gestriger Tag, unser gemeinsamer getan hat. Ihr müsst häufiger kommen. Dann nehme ich auch ordentlich ab. Das ist doch eine gute Idee. Es kommt jetzt einfach so zweimal die Woche und dann nehme ich jedes Mal 800, 700 Gramm ab. Das wäre doch hier. Das ist der Burner. Ihr seid es, die abnehmen helfen. Cool. Ja, Mensch. So, ich mache jetzt ein schönes Frühstück und dann werden wir heute, ich glaube, wir werden heute lustige Sachen machen. Das ist heute so ein richtiger Jungstag. Na, mal gucken. Hier kommen mal wieder die Aufzeichnungen. Ach, also wirklich mal wieder ein historischer Niedrigstand hier. Na, mal sehen, ne? Wie lange ich den halten kann, ob ich den halten kann oder ob dann irgendwann mal eine Null jetzt da steht. Das wäre ja schon mal Krönung, ne? Und dann kommt irgendwann, ich sag's euch, irgendwann jetzt, ich rieche schon den Uhu. Ich rieche ihn. Uhu. So, ich habe mir jetzt nochmal wieder von unseren gestrigen Brötchen eins gemacht mit diesem leckeren Castello, den ich noch hatte. Ein paar schöne, leckere Salamis. Ich glaube, die hat auch richtig viel. Und wir legen uns jetzt ins Bett und gucken dabei Fernsehen und essen, machen Frühstück im Bett. Cool. Hallihallo, wer erkennt das, wo ich gerade bin? Ja, es ist die Reeperbahn. Ja, es ist der Spiegelbubenplatz. Ja, das ist Santa Pauli, der Weihnachtsmarkt, wo wir vorgestern waren. So tagsüber ist das hier total unspektakulär. Hier ist gar nichts los. Wir sitzen jetzt im Herzblut und wir essen schön Flammkuchen gleich. Klassisch. Und wir gucken Schalke gegen HSV. Risa, was haben wir denn da jetzt schon wieder bestellt? Das sind schon wieder Kalorien ohne Ende. Ja, na, nicht so toll wie in New York. Das ist alles schon wieder so süß. Ja, so ein schöner Bonbon. Mendo. Genau, und jetzt haben wir hier nämlich auch wieder Flammkuchen ältester Art. Ich bin noch ein bisschen bestückt worden mit Rucola. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Aber trotzdem, mal gucken, ob das lecker ist. Wir können vernünftig Fernsehen gucken. Genau, Fernsehen. Wir gucken hier ja, Fernsehen mal. Fußball 1-0 für Schalke. Ja, besser. Erste Halbzeit. So, jetzt geht's noch auf den Dom. Oh. Ich kann nicht anders. Wenn ich hier bin, muss ich dies hier essen. Ich meine, das ist ja eigentlich ist es ja gesund. Das sind ja Weintrauben. Ne? Ja, aber mit Zucker. Egal, das muss jetzt sein. So, aber dafür habe ich dann heute, glaube ich, wieder zu viel gegessen. Ne? Guck mal, dieser Flammkuchen. Dann dieser eine komische Dingsbums da. Uiuiuiui. Wie nennt sich denn das? Dieser Cocktail. Heute Morgen das Brot. Das könnte mich hinkommen mit meinen 1600 Kilokalorien am Tag. Ich glaube, das ist eine Nummer too much. Vielleicht muss ich jetzt einmal hier rumjoggen. Vielleicht ist das überhaupt die Möglichkeit. Genau, das mache ich. Ich jogge jetzt hier einfach rum. So, ist das kalt geworden jetzt. So, einmal rumgejoggt. Nein, sind wir natürlich nicht. Also einmal rumgegangen. Sehr wunderbar. Wunderschön. Ich fahre ja aber nicht so gerne diese Dinger, ne? Ich mag das ja nicht so gerne. Aber ich gucke mir dieses Spektakel gerne an. So, jetzt suchen wir gerade das Auto. Oh, wo ist denn das? Naja, irgendwo wird es ja wohl sein, ne? Oh, ist das kalt in Deutschland. Weiß ja nicht, hier ist es. Haha. Oh, Leute, mir ist ja wieder was passiert. Es vergeht auch kein Tag, wo mir mal irgendwie nicht irgendwas passiert, ne? Ich hatte nämlich auch noch türkischen Honig gekauft, ne? So für zu Hause. Und beißt da rein und knuppelt da so drauf rum. Das ist ja so ein ganz klebriges Zeug. Und was passiert? Na, ihr könnt es euch schon denken. Und zwar ist eine Krone dabei rausgefallen. Juhu, jetzt renne ich hier mit so einem halben Zahn durch die Gegend. Und ich muss morgen für 3 Tage nach Nürnberg. Hahaha. Aber ich war schon mal in Nürnberg beim Zahnarzt, weil da irgendwas, das war vor ein paar Jahren, war auch schon mal irgendwas passiert. Und ich kann mich noch so knapp dran erinnern, wo der war. Irgendwo in der Altstadt. Und da werde ich dann morgen Nachmittag einfach hinhüpfen, ne? Ja, anders geht das ja nicht. Ich nehme jetzt also mein Krönchen mit und dann ne, Krönchen richten und dann muss der das richten. Also was Doofes jetzt hier hinten. Das ist ja auch nicht gut, ne? Türkischer Honig, das ist ja auch ganz viel Kalorien. Aber es ist so lecker und ich knups das so gerne. Oh. So, und ich gucke jetzt hier gleich The Voice of Germany und nebenbei muss ich noch ein bisschen was arbeiten. So, und jetzt kommt hier wieder mein Sidekick. Da ist er. Guck. Oh, guck mal, da geht sogar was.
Was? 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 Guck mal, der ist schnupp. Achso, nee, er muss was trinken. Alles klar. Ich hab schon geguckt. Wo ist das Sirup? Das weiß ich nicht. Hast du leer gemacht? Nein. Hallöle, guten Abend. So, jetzt schaue ich mir nochmal wieder so an, was ihr so die letzten Tage geschrieben habt. Man kam hier ja zu nichts, man hatte ja so viel zu tun hier am Wochenende. Nein, also alles schön, alles toll. Ja, viele schreiben natürlich schön, wir hatten viel Spaß. Ja, wir hatten wirklich super viel Spaß und schade, dass ich nicht mit dabei war. Ja, oder wäre gern dabei gewesen. Wir wiederholen sowas irgendwann mal. Besser gesagt, wir machen es irgendwie mal anders, aber dann könnt ihr ja auch gerne mal mit dabei sein. Ich denke mal, das wird so im Frühsommer der Fall sein, weil dann ist schönes Wetter und ich finde die Idee Picknick total cool irgendwie. Irgendwie sowas werden wir machen. Ja, natürlich und es macht Spaß und es ist toll und klasse. Also es war ein so tolles Wochenende. Ich freue mich so sehr, dass wir das einfach so gemacht haben und so ganz spontan, ohne viel Heckmeck, uns einfach getroffen haben. Das war wirklich richtig toll. Und Pesch, ja, ja, wenn ich nicht wüsste, dass du keinen Alkohol trinkst, hätte ich gedacht, du bist beschwipst. Ich war auch beschwipst, aber nicht vom Alkohol, sondern von dieser Atmosphäre mit uns. Das war so toll, wirklich. Und deswegen war ich echt gut drauf. Ja, und wir haben uns wirklich totgelacht. Das war ein Kicherabend, war das. Und unser Quotenmann, ne, hier, ne, es war ein toller Abend. Michael war wirklich richtig toll. Schade, dass du am nächsten Tag nicht dabei sein konntest. Und auch unser Kiezbummel, da hast du wirklich ordentlich was verpasst. Ja, ich freue mich. So, ich muss jetzt ins Bett, das ist auch schon wieder 11 Uhr und morgen geht es schon wieder nach Nürnberg und ich muss schon wieder die 6.35 Uhr Maschine nehmen, deswegen, es wird morgen wieder kalt. Ich werde diesmal auch nicht meine rote Jacke anziehen, sondern meine warme Winterjacke, weil in Nürnberg ist es ja noch kalt, kälter. Kalt und bua. So, und dann nehme ich meine blöde rausgefallene Krone mit und dann hoffe ich, dass der Nürnberger Zahnarzt die mir morgen wieder reinsetzt. Ich wünsche eine gute Nacht, macht's gut, tschüss.